Ist das eigentlich Henry? Ich erinnere mich nicht mehr, wie er ausgesehen hat. Als Kind. Wird der Tod eines anderen Kindes nun dein Verderben sein? Ja. Dass es dann manchmal so schnell weggeht, verstehe ich nicht. Und wir hatten doch. John! Hier. Die Furchen des Pentagramms nehmen das Blut des Gefolterten auf und machen es sichtbar. Das ist ja nett. Man kann ja mal gucken. So, also schauen wir uns jetzt mal den jungen Mann an. Rot wie das der Kinder, die ihr haben werdet. Wenn du dich dazu entschließen kannst, nach Fergus Rettung mit der jungen Dame zu fliehen. Der Lederriemen erlaubt es dem Gefangenen, seinen Kopf etwas zu bewegen, wodurch er sehr zur Freude des Publikums seinem Schmerz noch mehr Ausdruck verleihen kann. Der hat ein blaues Auge. Hatte er schon vorher den Fleck da oder hat er ihn sich geholt, als Jinnis ihn beim Lauschen erwischt und auf der Flucht geschnappt hat? Und den Rest kann ich mir nicht angucken. Nein. Ich will dir reden. Der schläft so fest, dass er nicht aufwachen wird, egal wie viel auch geredet wird. Was hat Ursus nur mit ihm angestellt? Wenn du dich nicht an den Plan hältst und ihn so folterst, wie Jean es dir gesagt hat, besteht für dich keine Gefahr. Doch einfache Lösungen waren ja noch nie dein Ding, oder? Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte den Lederriemen da oben vielleicht abschneiden. Ich bin nicht so in Folterstimmung, muss ich gestehen. Kann ich eigentlich raus? Was haben wir denn hier? Ist das so ein Streckdingsbums da? Folterbank, die Jinnis Beichtstuhl taufte, nachdem du bei dem Sachsentrottel dein Können unter Beweis gestellt hast. Ich verstehe nur noch nicht ganz. Also ich meine, ich kenne das Ding, dass man durch Wasser gezogen wird oder über Hitze oder so, aber im Moment sehe ich da jetzt nicht. Zum Glück wirst du heute niemanden foltern, wenn alles wie geplant läuft. Ich dachte, du wolltest jemand anders da dran machen, als Ersatz. Was haben wir denn hier? Keiner, der jemals freiwillig in den Brunnen der Wahrheit eingetaucht ist, konnte wieder zurückkommen, um davon zu berichten, ob er nun einen Grund hat oder nicht. Moment, wenn der Junge entkommt, erzählst du Jinnis, dass du die Beherrschung verloren und den Jungen umgebracht und ihn dann in den Brunnen geworfen hast. Er wird dich zurechtweisen, doch seine Wut ist nie von Dauer. Er wird Ursus auftragen, nach einem anderen Opfer zu suchen und du wirst mit dem Ritual fortfahren, als wäre nichts geschehen. Warum habe ich das Gefühl, dass dann vielleicht die Frau von dem Typ da dran ist? Also hier die junge Dame, die wir eigentlich heiraten wollten, dass die dann der Ersatz wird von dem Jungen. Ich weiß nicht, warum ich das denke. Vielleicht einfach, weil das ein Arschlochspiel ist, wie wir es jetzt schon festgestellt haben. Ich meine, sie betrügt ihren Mann mit John. Sie gibt ihren Mann scheinbar irgendwas, damit er keinen mehr hochkriegt. Jinnis lässt seinen Hund einfach verhungern und hat Spaß daran, an dem Gewimmer und an dem Verwesungsgeruch. John foltert gerne Leute, bis sie sterben. Alte Leute, Frauen, Greise, Adlige, Arme, nur bei einem Kind kriegt er plötzlich Gewissensbisse. Von daher, weiß nicht. Zutrauen tue ich. Ich meine, wir haben auch ein armes Schwein mit einem heißen Eisen gequält. Von daher. Aber ich wollte ja eigentlich gucken, ob ich die Treppen da wieder hochkomme.
Komm ich. Steht Ursus brav Wache. Hm. Wäre dann vermutlich draußen vor der Tür. Ah, da ist er. Hallo. Oh. Cool. Wo hast du die denn her? Die ist ja schick. Hast du selbst geschmiedet, um Ursus auf deiner Seite zu haben, falls Jindis mal den Verstand verlieren sollte? Ah. Scheint ihm zu gefallen, wenn er sie trägt. Jindis hat ihn schon gebeten, sein Ordensgewand anzulegen. Der Alte wird nachlässig. Obwohl du ihn wie auch die Maske nur aus Jux und Dollerei geschmiedet hast, warst du unglaublich stolz, dass du gesehen hast, wie Ursus jemanden damit den Schädel eingeschlagen hat. Vielleicht sollten wir froh sein, dass John sein Gedächtnis verloren hat. Weiß der einfältige Hühne wohl, dass er zwischen den Beinen Blut hat? Oder blutet? Weiß der Einfältige, dass er zwischen den Beinen blutet? Hm. Jinnes Anweisung. You remember Hines said I can enter and leave whenever I want, right? Yes, yes. And Sir Roderick and his wife too. I made that metal glove for you. You'd never use it against me, would you? I'll take that as a maybe not. Your leg, it's bleeding, isn't it? Well, I'd say it is. Just out of the blue, how many years have gone by since Hines forbade you from hurting yourself? Maybe I should tell him? Or are you going to give me whatever it is you're hiding? Wir waren doch gar nicht fertig. Och Mann. Would you happen to have another torture instrument on your other leg? What a shame. But please let me know if you find one on any of your other members. That kid just doesn't know how to give in to torture. If he carries on like this, I don't know what I'm capable of. Na, ich weiß nicht, John. Kannst du das noch ein bisschen offensichtlicher sagen? Just saying. Mann, oder könnte ich jetzt vielleicht rausgehen können? Könnte ich gehen? Ah ja. Danke! Macht mir sogar noch die Tür auf. Wie nett. Na, wen haben wir denn da hinten? Komm, kann ich zu dem laufen? Zu dem anderen durfte ich ja jetzt nicht. Hallo. Dem müden Gesicht des der Karrenkutschers nach zu urteilen, müssen die schwerer als der Sachsentrottel sein. So mit einem Sachsentrottel ständig hast, ne? Ein widerlicher Lappen, den der Karrenkutscher, denn der Karrenkutscher wischt sich damit seine widerliche Stirn und seine schmutzige Nase ab. Du lächelst. Direkt vor deinen Augen kannst du sehen, wie der Junge fliehen wird. Doch der Karrenkutscher darf nicht sehen, wie du den Jungen in ein Fass steckst. Ja. Ein Lederriemen, die du... Einige Lederriemen, die du gebrauchen könntest. Leider braucht
sie der Karrenkutscher, um die Fässer zusammenzubinden. Ist mir doch egal. Kann ich mir das Pferd angucken? Nö, aber ich könnte mir das Fenster angucken. Rines, nicht Gines, ist Rines. Das werde ich wieder bei der nächsten Aufnahmesession oder in 5 Minuten vergessen haben. So, da sagen wir, da kriegen wir nochmal denselben Ding mit den Notre Dame. Hallo! Der klare Sieger des prestigeträchtigen Kürbisfestivals. Schmutzig und zerlumpt wie die Karrenkutscher von Saint-Birida. Sonst nichts? Okay. Ja, schnauf jetzt nicht so. Nein, ich wollte mich nicht nochmal angucken. Auch wenn ich mich schick finde, aber... Good morning, good man. At your service, sir. They seem really heavy. You're mad! They're empty! You know it's heavy. It's the damn hangover in my head. Oh, I can't even lift it. So Roderick, God save him for many years, forced me to drink 6 glasses in a row before buying the goods. Maybe he fears someone will poison him. Are you mad? Who could be so evil? Anyway, I feel horrible today. Can I take a nap? What do you transport? What am I transporting? Delicious wine from Wiesenlachen, brewed at St. Mungo's Abbey. But of course you know the story. When St. Imlin traveled through Wiesenlachen, he asked a girl for water. She didn't want to give him any because the plague haunted the village. But then St. Imlin insisted, so she gave him the water, which he transformed miraculously into wine, and he drank happily, and he had a hangover too. And he died, not so miraculously, the very next day. Bah! Details! John sieht immer so merkwürdig aus, wenn er spricht. Ich glaube, das liegt daran, weil sein Kiefer und sein Mund so schmal sind im Vergleich zu dem von all den anderen Charakteren. Das ist so seltsam. I think I saw you walking around the lake last night. What were you looking for? I was really looking to get a breath of fresh air. After selling some of my goods to Sir Roderick, I was a bit dizzy. But at the same time, I was looking for stench in the cave. Oder weil die seine Zähne immer so merkwürdig zeigen? Ich versteh's nicht. When I knew I was coming here, most of my fathers insisted I look for St. Phelan's cave. Right. I've looked for it too. In vain. What? Same as me. You remember that St. Columbia defeated a monstrous demon on the shores of Loch Ness? It seems that the stench betrayed him. And you found a similar stench here? You're crazy. You can only breathe goodness here. I was waiting to find some pagan devil like that Bile. The so-called dizziness went away when I fell asleep on a rock. A lovely night, out in the open. If it was winter, I'd be dead. I feel like shit today. Will you stay tomorrow for the hunt? I'd love to. I'm a devotee of St. Edmund and St. Alec. Plus, I heard that noblemen from all across Europe are coming. But as soon as I get all these barrels in the cart, I'm going to go back to St. Mungo. Could you lend me those strips? I'm afraid not. I need them to tie the barrels. I'm lost without them. They were blessed at St. Alistair McNair's church, the saint of commitment and eternal bonds. He found the corpse of his betrothed 40 years after she died, thanks to the ring he'd given her, with the inscription, "From Alistair, with love." I know. An inspiring character. Okay, das war das. Also in dem Kapitel ist mir schon ein bisschen unsympathisch. Die Wachen haben Befehl, niemanden hineinzulassen, es sei denn jemand, der zu der Party eingeladen, die vor dem heutigen Ritual des Ordens des Fleisches stattfindet.
Es sei denn, jemand ist zu der Party eingeladen, Entschuldigung. Einer der vielen Beleidigungen, die du seither Sir Roderick zu eine der vielen Beleidigungen, die du seitens Sir Roderick zu erdulden hast. Für ihn bist du nur Chines Handlanger. Naja, gut. Dann ist das so, ne? Ich komme nicht zu dem Mann hin. Was haben wir hier? Geh nicht nach draußen. Wenn du verschwindest, wird Rinas nervös und der Junge stirbt. Wartet mal. Er hat eine so große Nase, dass das Schlafpulver bei ihm sofort wirken wird, aber freiwillig wird er es nicht einatmen. Ach, es ist Pulver. Ich habe gedacht, was zu trinken. Dann wäre es einfacher gewesen. Was habe ich denn eigentlich alles dabei? Nichts, mit dem ich irgendwie Pulver verschießen könnte. Also gehen wir wieder rein. Weil ich langsam Halsschmerzen habe. Es gibt so viel zu vorlesen in dem Spiel. Dankeschön. Bist ein Gentleman. So. Ich habe auch hier jetzt nichts verpasst. Nur vorsichtshalber. Warte mal, da hatte ich, glaube ich, gar nicht nach unten geguckt. Da ist der Ding. O Sant Alec, Alec, segne diese Armbrust, die von unserem Herrn Sir Roderick anlässlich der morgigen Jagd eingesetzt werden soll, zu deiner Ehren und der Ehre deines Bruders. So. Geh doch mal weg. Ich habe einen Schlüssel. Der Schlüssel zu einer Tür, die jeder öffnen kann. Weil es hier nichts zu verbergen gibt. Hui. Pfeile, die von Sankt Edan selbst gesegnet wurden. Das schottische Haus Geire Sir Roderick ist ein stolzer und wenig geschätzter Vertreter. Aha. So, dann haben wir hier noch den Ring. Deine filigranste Schöpfung, die du der Dame schon vor einem Monat hättest geben sollen. Doch aus irgendeinem Grund kalte Füße. Was? WL? FY? Mit Liebe von Iago. Ach, with love from Iago. Naja. Ah, ist nicht so romantisch. Irgendwie. Weiß ich nicht. So. Die Säge, die den Sachsen-Trottel enthauptet hat. Dann haben wir hier Garn. Ist wieder dieses Nylongarn, gehe ich mal von aus. Dann haben wir das Pulver. Hui. Und ein Blatt Papier, auf dem nichts ist. Dazu noch Vorsicht, wenn dieser Kristallkugel aus Versehen herunterfällt, könnte der Krach ungewollt Aufmerksamkeit erregen. Sieht aus wie ein ganz normaler Stein. Zwei Exemplare des Folterinstruments, das als Schraubstock bekannt ist. Mit Höhenverstellung kann dann das Opfer, damit das Opfer nicht humpeln muss. Na dann. Für jedes Bein eins. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Oh, da ist noch was.
Es gibt da ein kleines Geheimversteck, von dem nur du und Gines wissen. Auf dem gleichen Grund kannst du es aus dem gleichen Grund kannst du es auch nicht benutzen, um den Jungen zur Flucht zu verhelfen. Ich verstehe. So ein bisschen. Minimalst. Manchmal wachst du schweißgebadet auf, weil du von den Sachen geträumt hast, die Rines da getrieben hat. Und du auch. Und nein, wir reden hier nicht bloß von Folter. Nicht. Wovon reden wir denn noch? Möchte ich's wissen? Ich weiß es nicht. Am liebsten eigentlich nicht. Ist hier irgendwas? Nö. So, jetzt bin ich wieder hier. Du wirst ihn nicht foltern, doch vielleicht können die Schraubstöcke ihn größer wirken lassen. Wie auch immer ihrem Zustand nach zu urteilen, wird er wohl nicht mehr laufen können. Wie auch immer ihrem Zustand nach zu urteilen, wird er wohl nicht mal mehr laufen können. Verstehe ich gerade nicht. Hä? Okay, ich würde sagen, mir tut da jetzt gerade echt weh und ich kriege gerade auch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich würde hier jetzt erstmal Feierabend machen. Kann ich eigentlich selber speichern? Ja, ne? Nee. Aber ich glaube, der speichert es unter Fortsetzen. Also wenn ich dann Fortfahren klicke, fängt er dann genau da an, wo ich aufgehört habe. Weshalb ich da, wo ich die 20 Minuten da gespielt habe, nicht wieder zurückkam, weil ich keinen Speicherpunkt an dem Platz hatte, sondern einfach fortgefahren bin. Und er macht ja selber seine Speicherpunkte. Wir werden mal in der nächsten Aufnahmesession gucken, wie wir denn den jungen Mann da runterkriegen. Ich bin allerdings ein bisschen skeptisch, ob der Ersatz für ihn besser wird. Ich hätte ja fast gesagt, der Karrenkutscher. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jemand sein wird, wo wir nicht so mit einverstanden sein werden. Könnte ich mir denken, ich weiß es nicht. Oder doch der Junge? Also falls es Henry ist, ich bin mir gerade nicht sicher. Henry war aber auch rothaarig. Ich weiß leider nicht mehr, wie Henry unsterblich wurde. Weil das Problem ist, die Aufnahme war von wann? 2013 oder so und wir haben jetzt 2020. Ich hatte mir nur die letzte Folge noch mal kurz angeguckt, weil ich wissen wollte, wie ich denn das Spiel gefunden habe. Das ist der Fall schon yesterday. Ich werde mir vielleicht mein Let's Play nochmal angucken. Also zumindest mal durchskippen. Ich glaube, das war eher so in den letzteren Folgen. Ja, wir schauen auf jeden Fall, was wir in der nächsten Aufnahmesession mit ihm machen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann bei eben dieser Aufnahmesession wieder oder bei einem meiner anderen Videos. Bis dann!